Ich muss sagen, der FC Schalke hat nicht zu viel versprochen. Es ist ein großer Club. Schon auf der Jahreshauptversammlung haben wir direkt gespürt, welche Emotionalität in diesem Verein herrscht. Bisher macht es mir sehr viel Spaß, auch mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Wir haben viele Fans, die uns hier vor Ort im Trainingslager unterstützen und für positive Stimmung sorgen. Und ja, da macht das Arbeiten auch Spaß und fällt den Jungs bei dieser Hitze auch deutlich leichter. Also Druck verspüre ich überhaupt gar nicht. Bin mit einer totalen positiven Stimmung an die Sache herangegangen. Ich freue mich einfach, ja, unsere Trainerphilosophie auch bei einem Top-Club auszuprobieren und umzusetzen. Und von daher genießen wir einfach diesen Augenblick. Wir möchten mit Spaß und mit Freude an die Sache herangehen und beschäftigen uns nicht mit negativen Dingen. Ich denke, in den ersten Tagen sieht man anhand der Reaktion der Spieler auf dem Platz, dass sie Vollgas geben, dass sie wirklich alles das, was wir vorgeben, bestmöglich umsetzen. Und ja, von daher bin ich mit der ersten Woche auch sehr zufrieden. Von meiner Seite aus habe ich vom ersten Gespräch an ein sehr gutes Gefühl gehabt mit den Vereinsverantwortlichen des FC Schalke 04. Und auch jetzt kann ich sagen, wo wir tagtäglich nah beieinander sind, ja, dass die Chemie im Team auch außerhalb der Mannschaft wirklich hervorragend ist. Das ist auch wichtig für mich, dass wir auch dort eine Einheit sind, dass wir das den Jungs auch vorleben, dass wir zusammenhalten. Ja, zunächst sind wir ja noch in der Kennenlernphase. Wir müssen uns einen Eindruck von der Mannschaft erstmal verschaffen, um dann auch zu sehen, auf welchen Positionen wir noch Handlungsbedarf sehen. Und dann wird es einfach natürlich das erste Ziel sein, als Einheit zusammenzuwachsen. Dass wir eine positive Grundstimmung haben innerhalb der Mannschaft, dass wir uns aufeinander verlassen können. Denn ich glaube, das ist das Allerwichtigste auch für die Fans des FC Schalke, dass sie dort eine Mannschaft sehen, die sich mit Herz und Leidenschaft präsentiert und sich einfach identifiziert mit dem Verein. Und darüber hinaus haben wir dann auch den Anspruch, wenn uns das gelungen ist, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.